Ja, lieber Kollege Lenz, wir wissen ja, dass Bayern sich sehr gerne an der Energiewende beteiligen würde, was Solar angeht, was Wind angeht, an dieser Entfesselung der Erneuerbaren. Und deswegen diskutiert die CSU-Landtagsfraktion ja schon lange darüber, wie können wir mehr Flächen für Windenergie bereitstellen. Ich glaube, wir wissen alle, dass es eine einfache Lösung dafür gäbe. Und daher würde ich Ihnen gerne die Gelegenheit geben, heute hier im Plenum bei diesem Top die Abschaffung der 10-H-Windkraftabstandsregel zu verkünden. Ja, liebe Frau Barum, vielen Dank für die Frage. Das ergibt sich eben die Möglichkeit, auch einiges dazu zu sagen. Es ist zum einen so, dass ja Sie heute in der Bild-Zeitung quasi in der Bild-Zeitung verkündet werden, dass Sie die Abschaffung sämtlicher Abstände ja sowieso schon vorhaben. Das müssen Sie dann natürlich auch den Bürgerinnen und Bürgern entsprechend erklären. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir in Bayern, die Bayerische Landtagsfraktion der CSU, jetzt ein Maßnahmenpaket geschnürt hat, auch übrigens nach Rücksprache von Minister Habeck und Ministerpräsident Söder, dass wir natürlich mehr Flächen brauchen in Bayern. Und ich glaube, dass das ein praktikabler Weg ist. Aber lassen Sie mich eines am Ende noch sagen. Der Ausbau der Windkraft geht nur mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und wir können trefflich über Abstände diskutieren. Aber es wird nicht funktionieren, dass wir gar keine Abstände zu der Wohnbebauung letzten Endes im Gesetz auch festschreiben.